und herzlich willkommen zu einem neuen Video Quickest G auf Gomme. Ich habe mir gedacht, wir spielen heute mal ein wenig QSG, natürlich in Team SG. Gehen einfach mal hier rein, gucken, vielleicht joint ja mal jemand dazu. Warte mal kurz, Jungs. Was machen wir auf Gomme? Nein. Nee, das soll nicht so. Nee. Natürlich spielen wir keinen Gomme-Kurs hier. Ich meine, wer sind wir denn hier? Wir spielen natürlich ein bisschen Sup auf Timolia. Ich habe ein bisschen was zu callen. Und... aber nur im Random callen. Und ich habe ein bisschen was zu asken. Und noch was zu callen, tatsächlich. Der Typ fickt mich gerade ein bisschen in den Arsch. Nämlich, was ich, fragen wollte an euch. Mein letztes Video war ja dieses... Show your channel. Und da war ich mir heute nicht ganz sicher, wie oft ich das machen soll. Ich habe halt in dem Video gesagt, einmal im Monat. Wobei mir einmal im Monat halt schon ein bisschen lang vorkommt. So in 4 Wochen, ne? Das sind halt 4 mal 7. Das sind schon richtig viele Tage halt, ne? Ihr müsst halt schon in der Woche halt so 2 Videos abwarten. Was halt ein bisschen sad ist auch schon, aber mehr schaffe ich halt auch nicht. Deswegen frage ich mich halt, wie oft soll ich Show Your Channel hochladen? Soll ich es jede Woche Sonntag hochladen? Wobei das auch schon ein bisschen komisch wäre, wenn halt jedes Sonntagsvideo... Show Your Channel wäre. Dann habe ich mir überlegt, ob ich das jede 2. Woche hochlade. Wobei das auch schon ein bisschen awkward wäre. Und dann wäre halt jede 3. Woche oder halt jeden Monat. Und das kommt mir schon wieder so richtig... okay. Und das kommt mir halt schon wieder so richtig lang vor. Ich glaube, es liegt am Texture Pack, dass ich also so hart reinscheiße. Eigentlich lief es heute eigentlich ganz gut so. Also wenn der mich jetzt fickt, dann weine ich ein bisschen. Ein bisschen schwitzen hier. So Tryhard-mäßigen. Ja gut, ne? So, zu dem, was ich callen wollte. Ich wollte ja mehrere Sachen callen, nämlich, wollte ich einmal callen, dass, ich eine neue Leitung bekomme. Am 30. ist die neue Leitung da. Ich weiß nicht, also, versprochen ist ein 12er Upload, was heißen würde, dass ich halt extrem schnell Videos hochladen würde und etc. Vielleicht mache ich dann mehr Videos als 2 in der Woche, weil ich halt besser uploaden kann und das halt mal eben so hochladen kann. Wenn der Upload so stimmt, kann es passieren, dass der Upload einfach genauso scheiße ist, wie er bei mir jetzt ist, also 0,4er Upload. Und dass ich halt dann komplette Scheiße gecallt habe. Deswegen ist es ein vielleicht Call. Das zweite, was ich damit noch callen wollte, ist halt, dass ich halt, wenn ich den krassen Upload habe, wahrscheinlich täglich streamen werde. Weil, keine Ahnung, ich habe irgendwie ultra Bock auf Stream. Und ich zocke ja eh jeden Tag. Ziemlich viel MCPVP. Und dann könnte ich halt dabei einfach streamen. Weil, wenn es mich halt nicht beim Game gestört, alles klar, nicht stört, dann kann ich halt dabei halt auch gut streamen. Und das unterhält euch. Und selbst wenn nur einer zuguckt, bin ich halt schon glücklich, weil ich halt einen belustigen kann. Das finde ich halt immer relativ cool. Deswegen, ich habe auch schon mal gestreamt. Der Stream war ziemlich kacke. Man kann ihn auch nicht mal anklicken, weil er irgendwie gestrikt wurde auf YouTube. Ich würde dann auch auf Twitch streamen. Und eine Sache wollte ich noch ancallen, das liegt schon safe. Nämlich meine Links in meinem Banner. Ihr habt bestimmt auch schon gemerkt, dass ich halt ein neues Banner habe und sowas. Ist halt von dem lieben Ansolton. Und da befinden sich ein paar Links drin. Unter anderem ist da AskFM, Twitter und Instagram. Auf Instagram bin ich jetzt momentan noch nicht so aktiv mit halt meinem Channel. Das liegt daran, dass man halt nur Bilder per Handy hochladen kann, was mich ziemlich abfuckt. Und ich warte halt noch auf so eine Desktop-App von Instagram, die halt auch gecallt wurde von denen. Und man auch dann Bilder vom Desktop, also vom Computer hochladen kann. In meinen letzten Videos hat man immer im Umgang gesehen, dass ich mich so ein bisschen geblocketet habe. Ich glaube, das habe ich mir so langsam ein bisschen abgewöhnt, weil ich einfach mehr Butterfly. Auf jeden Fall in diesen Links, die werden halt super wenig genutzt und ich habe halt auf Twitter fucking 2 Follower. Heißt, wen aktuelle News von meinem Kanal und sowas und anderer Scheiß, über den ich halt auf Twitter rede oder Umfragen oder sowas. Alles, was auf Twitter gemacht werden kann, werden sowas interessiert. Oder auch einfach nur freizeitmäßige Dinge. Der kann mir halt gerne mal auf Twitter folgen. Finde ich ganz lieb von euch. Ja, also im Instagram, keine Ahnung, müsst ihr jetzt noch nicht drauf gehen, bin ich halt nicht so aktiv. Also wirklich, ich habe halt nichts hochgeladen bis jetzt. Alles klar, Mr. Water PvP gönnt sich auf jeden Fall die Hits gerade mal ein bisschen. Muss man mal ein bisschen reinschangen hier. Ein bisschen reinschwitzen. Weil sonst gewinnt der Bube hinterher noch. Was soll das eigentlich werden, die ganze Zeit mit seinem scheiß Wasser? Ich chill hier auf 2 Bars, Alter. 2 fucking Bars. Oh, der Twifel. Oh, das tut nicht so gut. Wenn er jetzt ins Wasser springt, dann fick ich ihn auch, ne?
Und jetzt ist es mir einfach kackegal, was er macht. Ich fick ihn jetzt einfach. Alles, egal was er macht. Ich fick ihn jetzt. Alles klar, das Refill. GG. Waterkill. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr bei den täglichen Streams dabei wärt oder ob euch das eigentlich kackegal wäre. Alles klar. Yes. Ach ja, und ich wollte nochmal wegen dem Format, also Shoei Channel, wollte ich nochmal ansagen. Ich habe halt unter dem Video einen akzeptablen Channel bekommen von Black Lion. Den werde ich auch nächstes Mal, denke ich mal, reinnehmen, weil der halt echt ganz cool ist. Auf jeden Fall wollte ich halt nochmal darum bitten, halt, wenn ihr so Channel kennt, die halt unter 5000 Abos liegen und halt eigentlich recht guten Content machen und die halt nicht mehr verdient hätten, dann callt ihr mal bitte unten bei mir in die Kommis. Am besten callt ihr die unter das Video, dann werde ich nicht so verwirrt. Also nicht unter dieses, sondern halt unter das letzte Shoei Channel immer. Das finde ich schon ganz nett, weil da muss ich nicht immer auf YouTube rumsearchen. Ansonsten fand ich es halt auch noch mega süß, wie die einfach reagiert haben. Ich kann euch mal ein bisschen was hier einblenden. Ich fand das halt einfach mega cute von denen. Wie sie so gefreut haben. Richtig süß. Okay, GG. Gut, dann machen wir jetzt den nächsten Kampf. Natürlich mit Caps Lock drin. Wer hätte es anders erwartet? Okay, intens. GG. Gut, dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann gebt doch mal einen Like. Vielleicht für den kleinen Gag am Anfang. Wie gesagt, schau ihr Channel-Kandidaten in die Kommis von dem Shoei Channel, von dem letzten immer. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.